Und wir wollen mehr über die Frontverläufe und die Strategie in diesem Krieg erfahren. Marco Reinke dazu bei uns im Studio. Und du hast fachkundige Unterstützung mitgebracht. Genau, mit mir ist dazugekommen Generalleutnant AD Roland Carter. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Sie waren selber viele Jahre auch im NATO-Einsatz. Wir wollen gemeinsam auf das schauen, wie aktuell die Situation ist. Dafür vielleicht ein kurzer Blick erst einmal auf die Karte der Ukraine und auf das, was dort aktuell passiert ist, auch in den letzten Tagen geradezu. Wir sehen hier die roten Flächen, das sind die, wo Militäranalysten sagen, die sind jetzt schon fest in russischer Hand. Das Blaue, das sind die ukrainischen Verteidigungslinien und das Rote, das sind eben die Truppenbewegungen bzw. eben die, das Vorankommen der russischen Kräfte, so wie es sich aktuell darstellt. Wir sehen Bewegungen aus dem Süden in Richtung Norden und in Kiew eben auf die Stadt zu, eben dieses Einkesseln. Herr Carter, wenn wir so ein bisschen auf das schauen, wie es jetzt gelaufen ist in den letzten Tagen. Was hat sich verändert in dem Vorgehen der russischen Armee, gerade auch im Einsatz dessen, wie sie vorgehen oder mit was sie vorgehen? Sie haben völlig recht. Der Anfang aus russischer Sicht lief ja mehr als holprig. Die Soldaten waren schlecht vorbereitet. Ich würde sagen, fast gar nicht. Ich habe keine Aufklärung gesehen, also keine Erkenntnisgewinnung, was erwartet uns. Ich habe eine deprimierende Logistik gesehen aus russischer Sicht. Und es war klar, dass es so nicht weitergehen könnte. Insofern erleben wir jetzt eine ganz andere Kampfweise. Wir erleben jetzt A, eine deutlich intensivierte Operationsführung mit mehr Gefechten. Wir erleben einen anderen Ansatz von Munition. Wir erleben leider auch, dass nicht mehr nur militärische Ziele beschossen werden, sondern bewusst auch zivile Einrichtungen mit der Überschrift Angst und Schrecken zu verbreiten. Und ich habe den Eindruck, man bereitet sich jetzt darauf vor, die größeren Städte einzunehmen. Aber das wird noch eine Problematik aufwerfen, ob und wie die russischen Streitkräfte darauf vorbereitet sind. Sie haben es angesprochen, man ist nicht richtig darauf vorbereitet gewesen. Und es ist ja wahrscheinlich auch so, dass da gibt es immer wieder Berichte darüber. Wir sehen hier jetzt ukrainische Kämpfer, die ja einen wahnsinnigen Durchhaltewillen beweisen. Die Moral bei den russischen Kräften wird immer wieder als schlecht beschrieben. Welche Rolle spielt das? Das spielt, wenn man in die Historie guckt, eine ganz entscheidende Rolle. Wir haben oft in der Geschichte Kriege erlebt, wo die eine Seite an Kampfkraft, wie wir das nennen, also an Panzern, an Geschützen, an Munition, an Fahrzeugen deutlich überlegen war. Und trotzdem konnten sie nicht gewinnen, sie konnten keine Geländegewinne erringen. Sie konnten ihre Ziele nicht erreichen, weil demgegenüber standen eben die auf dem Bild sichtbaren, tapferen ukrainischen Soldaten, die eine ganz andere Moral haben, die diesen Willen zur Verteidigung haben, wo man den Patriotismus förmlich spürt und die natürlich mit jeder kleinen Erfolgsnachricht in diesem moralischen Umfang noch gestärkt werden. Insofern ist meine Einschätzung auch aus militärischer Sicht, die ich vor einer Woche noch getroffen hätte, die Russen werden bei dieser massiven Überlegenheit an Qualität und Quantität dieser Auseinandersetzung gewinnen, bin ich mir überhaupt nicht mehr sicher. Ich glaube mittlerweile, wenn die ukrainische Armee so weitermacht und diese moralische Stärke zeigt, dann wird das entscheidend sein für den Fortgang und den Ausgang dieser Geschichte. Zumal, wenn man sich die russische Doktrin anschaut, die russische Doktrin, die neuerliche, die 2019 noch einmal an verschiedenen Stellen veröffentlicht wurde, der russische Generalstabschef Gerasimov hat sie noch mal ganz deutlich gemacht, damit jeder weiß, woran man steht, dann hat diese Doktrin zwei entscheidende Punkte, nämlich der eine ist Abschreckung, das sehen wir, mit diesem wochenlangen Aufmarsch, wo man nicht wusste, was passiert jetzt eigentlich. Ich war der festen Überzeugung, Putin würde nicht angreifen. Aber mit dieser Abschreckungskapazität hat er natürlich eine Ungewissheit geschaffen. Und das zweite Kriterium ist Geschwindigkeit. Ich glaube, dass die russische Doktrin und damit die russischen Streitkräfte so ausgebildet sind, dass sie immer eine schnelle Entscheidung herbeiführen wollen. Und zu einem nachhaltigen, lang andauernden Krieg, auch aufgrund ihrer Ausstattung,
auch aufgrund ihrer Hardware nicht befähigt sind oder es große Kraftanstrengungen kostet. Schauen wir mal auf die nächste Grafik, die ich noch mitgebracht habe. Die schließt so ein bisschen an das an, über das wir jetzt auch schon gesprochen haben. Nämlich, wir haben am Anfang gesehen, es wurden militärische Ziele ganz präzise beschossen. Dann hat man in einem zweiten Schritt Bodentruppen nachgerückt. Und jetzt sehen wir ja vor allem Bombardements aus der Luft. Und dann ist so ein bisschen die Frage, was kommt jetzt danach? Es wird immer wieder Häuserkampf erwartet. Jetzt gibt es sogar Warnungen, dass möglicherweise chemische, biologische Waffen eingesetzt werden. Was können wir da jetzt noch erwarten? Auf was muss man sich da jetzt noch einstellen? Ich glaube, dieses Bild, vor allen Dingen auf der linken Seite, zeigt ganz gut, was ich gemeint habe. Eine neue Qualität an Waffen. Diese Waffe, die Sie dort sehen, ein Mehrfachraketenwerfer, ich glaube, es ist ein BM-27 auf Kette. Das ist ein Fahrzeug, das A, eine erhebliche militärische Zerstörungskraft hat. Aber parallel dazu ist diese Waffe leider ein Instrument, das die Moral, das die psychische Verfasstheit der Menschen, die es trifft, unheimlich beeindruckt. Wenn Sie diese Waffe, und davon steht ja nicht einer auf dem Gefechtsfeld, da stehen ja dann 10, 15 nebeneinander, wenn Sie die abgefeuert hören und sehen, das ist ein so schreckliches Geräusch und es ist so ein fürchterliches Gefühl, dass diese Waffe einen doppelten Ansatz hat. Zum zweiten Thema, da sind wir auf einer sehr, sehr gefährlichen Ebene. Der Einsatz von atomaren, biologischen oder chemischen Waffen würde die Qualität des Krieges grundlegend verändern. Grundlegend. Ich glaube, wenn das passiert, dann sind sämtliche Schranken gefallen. Und deswegen ist das so gefährlich, wenn die Russen auf der einen Seite die Amerikaner beschuldigen, sie würden Labore in der Ukraine unterhalten, wo biologische Waffen hergestellt werden, weil ihnen das im Umkehrschluss natürlich sehr leicht das Narrativ, also die Erzählung gibt, dann müssen wir selber auch sowas einsetzen. Und ich meine, dass die Russen dazu A, befähigt und B, auch willens sind, das haben Aleppo und andere deutlich gezeigt. Ich kann nur hoffen, dass uns dieser Schritt erspart bleibt. Herr Carter, vielen herzlichen Dank für diese Analyse und für Ihre Zeit und dass Sie heute bei uns waren. Von daher, es bleibt vieles offen in diesem Krieg. Informativ, gerne, aber auch ganz offen gesagt ein bisschen beängstigend. Wir sind hier gerade ein bisschen gezuckt. Erschütternd, ja. Auch. Dankeschön.